Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich habe was bekommen. Mich hat nämlich Into the M angeschrieben. Und ob ich da nicht was von denen zeigen wollen würde. Ich würde auch einen Affiliate-Link bekommen. Den werde ich euch auch mal unten runterklatschen. Und da haben sie mir jetzt einen Pullover geschickt, den ich dann halt zukünftig in Streams anziehen kann. Also jetzt momentan ist noch zu warm für einen Pullover. Ich habe den auch schon ausgepackt. Zeig euch den mal. Die haben auch richtig coole Assassin's Creed Sachen. Die haben sie mir natürlich nicht geschickt. Also irgendwie ein Assassin's Creed Pullover, so mit Gold und so. Vom letzten, von Origin. Ne, wie heißt? Doch, das letzte ist Origin. Das neue heißt. Ich habe es nicht mit Namen momentan. Das haben sie mir natürlich nicht geschickt. Die haben mir einen Pullover geschickt, der so bunt ist. Warte, ich muss mal erstmal die Ärmel rausholen, weil ich den schon anhatte. Und Frauchen hat geguckt, ob er mir passt. Ah, so. Ist ein, wie gesagt, ein Kapuzenpullover. Hier ist die Kapuze. Die ist auch so ein bisschen wie der Pullover gemacht. Unten schwarz, oben so ein bisschen bläulich. Hinten haben wir dann das Into the Amp-Zeichen drauf. So. Hinten haben wir dann auch noch mal so ein dieses blaue Dreieck, wo der Typ da steht. Sieht man das? Und vorne genau das gleiche. Ist Synthetik, also für Schwitzen nicht so gut geeignet. Ach, hier haben wir dann noch mal so ein richtig fettes Into the M-Logo drauf dran. Also für Schwitzen ist das nicht so gut, muss ich echt sagen. Also macht so was, optisch macht da was her, aber ich weiß nicht, ob das so gut kommt, wenn man dann abends schwitzt und bei Synthetik, jeder kennt Synthetik, wir haben zwar hier unten innen drin nochmal so einen Stoff, aber ich weiß noch nicht, ich muss mal gucken. Ich habe jedenfalls coole Assassin's Creed Sachen da gesehen, vielleicht werde ich mir dann nochmal eben zwei T-Shirts bei Into the M bestellen, mit Assassin's Creed drauf und dann so naja, von Ägypten, dieses Auge des Ra und so was alles. Also die haben schon ein paar coole Sachen gehabt. Muss ich mal gucken. Affiliate-Link bei Twitch ist er unten, habe ich schon unten runter gemacht. Bei YouTube habe ich ihn, glaube ich, noch nicht in der Videobeschreibung. Das kommt noch. Ja, dann würde ich mich jetzt hier auch erstmal verabschieden. Sollte nur ein kleines Infovideo sein. Also wird irgendwo auch Werbung stehen, logischerweise, weil ich habe es gratis zur Verfügung gestellt gekriegt. Und ja, mir wurde Affiliate-Links angeboten. Machen wir natürlich mit. Vielleicht hat ja der eine oder andere Bock da drauf. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.